Guten Abend, Mr. Shalom. Ja, schönen guten Abend. Ja, ich sollte Sie erinnern, eine Woche später. Ich habe aber auch eine Vorladung bekommen. Könnte das vielleicht damit zusammenhängen? Zu dem Fall? Ich hatte vor einer Woche gesprochen, dass ich Sie nochmal in der Woche erinnern soll, damit wir da irgendwie was einleiten. Wegen der Schadensersatzzahlung für Ihren Fall. Genau. Okay. Jetzt hatte ich aber am 5.9. Nessim, also quasi gestern bekommen, als Zeuge, und da muss ich zum DOJ anscheinend. Ich weiß aber nicht, da geht es im Fall 11.08.2021. Das könnte, glaube ich... Lassen Sie mich mal gucken. 12.08 war Ihr Aktenzeichen. Ja gut, dann kannst du, vielleicht ist irgendwas anderes. 11.08 und welche Aktennummer selber war das? 01. Ja, es kann tatsächlich sein, dass das aufgesplittet worden ist in verschiedene Fälle. Das ist auch möglich. Ich habe ein kleines Problem, Herr Vukovic. Und zwar habe ich heute eigentlich nur noch ein paar administrative Sachen zu regeln. Und werde ich wahrscheinlich erstmal unbefristet im Urlaub mich befinden, ja? Also ich habe mir jetzt erstmal ein Ticket besorgt, aber ohne Rückticket. Dementsprechend würde ich Sie da gerne an einen Kollegen verweisen, der das dann übernehmen könnte. Das können Sie gerne tun. Ja. Das können Sie gerne tun. Wie sieht's denn bei Ihnen mit dem Herrn Goldbaum aus? Den müssten Sie eigentlich kennen. Genau. Das sollte passen. Ja. Aber wie gesagt, ich muss heute. Genau. Also wie gesagt, der weiß eigentlich auch schon Bescheid. Zwar nicht über Ihren Fall, aber dass sich der eine oder andere Mandant von mir an ihn wenden wird. Ja. Dementsprechend würde ich Sie bitten, einfach mit ihm Kontakt aufzunehmen. Ja, das kriegen wir hin. Und dann, genau. Aber wie gesagt, ich komme nachher sowieso nochmal ganz kurz im Etili, meine leckeren Bolognese abholen und Muss sein. Und einen schönen Kaffee. Und den Kaffee natürlich, wer weiß, was man so einen Flieger kriegt. Heute kriegen Sie es sogar aufs Haus, dafür sorge ich dann. Alles klar. Also sagen Sie vorher nochmal Bescheid, ja? Mach ich. Okay, perfekt. Herr Vukovic. Wunderbar. Shalom, dann bis später, ja? Bis später, ich wünsche was. Ciao. Ja, schönen guten Abend. Herr Melon, Sie hatten mich angerufen. Ich hatte Sie angerufen, und zwar gab es da nochmal. Lass mich kurz überlegen. Ja, machen Sie mal ganz entspannt. Genau, ich weiß warum. Ist eventuell nicht unbedingt was fürs Telefon. Ich wollte dann nur nochmal nachfragen. Kennen Sie einen Herrn de Jong? Nein. So, warten Sie mal kennen kurz. Sie nicht. Warten Sie mal ganz kurz, bitte. Er ist auch Anwalt. Naja, ich wollte gerade sagen, es kann sein, dass er Anwalt ist, aber lassen Sie mich mal ganz kurz gucken, bitte. Aber wenn Sie den auch nicht genauer kennen, dann hat sich das eigentlich. Achso, nee, erledigt. Nein, also genauer nicht, aber ich glaube, Nikita de Jong ist Anwalt, ja? Ja, aber selber kennen ihn tue ich nicht, nein. Also okay, dann hat sich das auch erledigt. Wäre nur interessant, wenn Sie da irgendwie nähere Infos zu dem Herrn hätten. Nee, leider gar nicht. Okay, alles klar. Nee, dann war es das soweit. Okay. Ich danke. Dann, schönen Abend. Gleichfalls, wiederhören. Tschüss. Bonjour, Herr Professor. Ja, schönen guten Abend. Wie geht's Ihnen? Gut soweit. Erstaunlich von Ihnen zu hören. Ja. Wir haben länger nichts mehr miteinander gesprochen. Ja, heißt aber nicht, dass ich Sie vergessen habe. Herr De Conti, haben Sie etwas Zeit? Ich hätte etwas für ein Gespräch. Zeit. Geben Sie mir 10 Minuten, dann Also ich wäre im Pfandhaus. Kommen Sie dann einfach, wenn Sie Zeit haben, vorbei, ja? Im Pfandhaus? Genau. Okay, machen wir. Bis gleich. Perfekt. Schönen guten Abend. Ja, schönen guten Abend, die Herren. Wie geht's? Mir geht's gut und selber? Abend. Wir können uns nicht beschweren. Nee. Na? Alles geht seinen Weg. Alles geht seinen Weg. So wie immer. Ja. Nee. Gab früher mal so einen Spruch, vorwärts immer, rückwärts nimmer. Die Einstellung gefällt mir. Die Herren, wollen Sie mich begleiten nach drin?
In der Sonne ist es ja kaum auszuhalten. Richtig. Drin ist klimatisiert. Eine deutsche Automarke hatte mal Werbung damit gemacht. Es läuft und läuft und läuft und läuft. Ah ja. Machen wir zu damit, warum wir gestört sind. So, wir gehen ins Büro. Kaffee? No, grazie. No, gracias. No, okay. Grazie. Ja. Sie können offen reden, das sind die vertrauenswürdige Leute. Vertrauenswürdig heißt für Sie vertrauenswürdig? Sie. Okay. Deshalb können Sie offen reden. Mhm. Gut, wir hatten ja einen schwierigen Start. Herr De Conti. Etwas? So kann man das sicher ausdrücken, ja. Ja. Uch. Deshalb auch die, kurz aus. Die kleine Vorsichtsmaßnahme. Die kleine Vorsichtsmaßnahme? Nee, das ich komme nicht alleine. Ach so, okay, nee. Ja, gut. Wenn Sie sagen, Sie lassen Feuer regnen, dann... Haben wir einen Regenschirm bei. Nee, es ist ja, besser. Ich hoffe, der ist feuerfest, ja. Nee, natürlich. Das ist okay. Selbstverständlich. Ja, dann läuft das auf jeden Fall schon mal gar nicht so schlecht. Also, nochmal. Wir hatten ja einen eher unschönen Start miteinander. Nichtsdestotrotz muss ich natürlich sagen, sind Sie mir der einen oder anderen Ebene natürlich positiv aufgefallen. Sie sind geschäftstüchtig. Was Sie ja auch was Sie mitbekommen haben, ist, dass wir ja das ein oder andere hier natürlich auch gemerkt haben. Ja, was es ums, wie sich ums Pfandhaus gedreht hat. Ein gewisser Einfluss war ja da. Wie tief der jetzt nun genau war, lassen wir mal außen stehen. Nichtsdestotrotz kann ich persönlich für mich festhalten, Sie sind ein geschäftstüchtiger Mann. Nee, das ist so. Korrekt. Und, unser letztes Aufeinandertreffen war natürlich eine Reaktion auf ein Ungehalten meines Mandanten. Klienten in dem Fall, nicht Mandanten, Klienten. Mhm. So, ich glaube und ich hoffe, dass wir natürlich aus der Sache gelernt haben für die Zukunft. Wir haben das nach dem Abend direkt abgehackt. Ja gut, das Abhaken ist ja das eine, das Lernen ist ja das andere. Aber ich halte Sie für so intelligent, dass Sie in der Lage sind, tatsächlich diese Fehler nicht im weiteren Verlauf Ihre unternehmerischen Tätigkeiten weiterzupflegen und zu treffen. Ja, so schätze ich Sie tatsächlich ein. Ich habe hier, und deswegen habe ich Sie heute eingeladen, tatsächlich ein Angebot an Sie, wo ich Ihnen letztmalig eine Möglichkeit bieten möchte, mit mir unter Umständen ein Geschäft zu machen. Okay, ich bin ganz ohr. Ja, ich werde mich jetzt wahrscheinlich heute Abend schon noch, je nachdem wie die Flieger gehen, erstmal in Urlaub begeben für einen längeren Zeitraum. Und würde das Pfandhaus, an dem wir jetzt hier gerade stehen, in trotz allem vertrauenswürdige Hände geben wollen. Nee, ich verstehe. Okay. Für die Zeit, wo ich abwesend bin. Mhm. Okay. Das heißt, wenn Sie zurückkommen, dann, ja, das, ich verstehe. Auf Vertrauensbasis. Gut. Naja, gut, also nochmal, damit wir uns da richtig verstehen. Das ist jetzt die letzte Möglichkeit, wo Sie mir zeigen können, dass man Ihnen vertrauen kann mit dem, wie Sie arbeiten. Und, ja, ob das wirklich so zuverlässig ist, wie Sie immer gesagt haben. Wie läuft denn aktuell das Geschäft? Gut, dadurch, dass wir natürlich einige Abgänge hatten, personaltechnisch, was auffällig war. Bin ich mir bewusst, dass es deutlich besser laufen könnte. Definitiv. Also quasi back to the roots. Naja, was heißt back to the roots? Man fängt nicht da an,
wo man irgendwo mal herkommt, sondern das Sandhaus hat ja ein Standing, ist ja zum Teil schon bekannt und ist ja auch schon ausgestattet. Ich meinte, dass es darauf zurückläuft, wo es noch gut lief. Ja, aber da müssten wir tatsächlich richtig weit nach hinten greifen. Ach so. Und okay. Da war das noch ein anderer Standort. Da lief es noch besser. Hat natürlich aber auch ein bisschen damit zu tun, dass ich mich hier ein bisschen rausgehalten habe und die Mitarbeiter habe machen lassen. Nach Gutdünken. Was natürlich immer ein kleiner... also es ist eher suboptimal, so nennen wir das einfach. Ja, wenn der Chef eine ganze Zeit nicht da ist und die Mitarbeiter machen lässt, dann ist das okay. Aber wir wissen ja, wie es ist. Wenn der Chef dabei ist, läuft es meistens besser. Mhm. Das war die Problematik in den letzten Monaten. Und ja. Deswegen sage ich, kommissarisch in meiner Abwesenheit. Vertrauenswürdige Hände. Letztmalige Chance, um da vielleicht in Zukunft drauf aufzubauen. Ja. Ich möchte es nicht vom Zaun brechen. Sie geben uns da einen Vertrauensvorschuss und ich muss gestehen, nach der letzten Sache würde ich Ihnen da gerne das Vertrauen auch nochmal erwidern. Aber ich muss das jetzt natürlich erstmal müssen wir das so mal kurz besprechen, wenn das für Sie in Ordnung geht. Dann nehmen Sie sich die Zeit, die Sie brauchen. Gut. Ich würde da mich dann schon mal an den PC setzen und mal gucken, wann die Flieger gehen. Wie tun Sie das? Mhm. Müssen Sie nach vorne oder reicht Ihnen das hier hinten? Na, wir gehen mal rüber zur Couch. Okay. Wie, wir werden soweit? Ja. Das Thema, das Sie hier hochgebracht haben, ist natürlich eine Sache, die wir nicht einfach so larifari mit einem Jahr oder so wegtun wollten. Mhm. Deshalb, es gibt jemanden bei uns, der wäre prädestiniert, diesen Auftrag von Ihnen anzunehmen. Er steht mir gegenüber. Er ist ja unten zu Hause. Ja, richtig. Kann ich dich ruhig vorstellen. Ja, ich bin Joe. Joe. Ja. Richtig. Mhm. Okay. Er ist ja unten schon gut verbandelt im Süden. Hat hier einige Connections. Und er ist, ich sag mal so, auch prädestiniert dafür, den Laden in ihrer Abwesenheit zu führen. Er hat natürlich auch ein bisschen Hilfe bei den Finanzen und sowas, aber die bekommt er. Da müssen Sie sich keine Gedanken machen. Mhm. Und ja, ich sag mal so, warum er? Nicht nur, dass er hier unten reinpasst, so dass es da keine Probleme gibt und der Laden noch weiterhin geführt werden kann. Nur es ist auch so, dass er gute Connections zu Helping Hands hat und in der Southside den Leuten, die es nötig haben, auch schon hilft. Das heißt, auch Ärger lässt sich damit vermeiden, in vielerlei Hinsicht. Und ich denke, er würde ihren Laden in ihrer Abwesenheit ordnungsgemäß führen. Von, wie lange reden wir denn eigentlich? Das ist eine Frage, die wir uns auch gestellt haben. Ja, tatsächlich habe ich mir gerade ein Ticket gebucht. Allerdings ist das erstmal nur ein One-Way-Ticket. Ich werde das davon abhängig machen, wie schön die kleine Insel ist, die ich mir da ausgesucht habe. Mhm. Aber gehen Sie von mindestens einem Monat aus. Mindestens. Eher mehr. Mhm. Gut. Eine lange Zeit. Naja, ich sag mal so, wenn sie 13 Monate gearbeitet haben, dann kann man sich auch mal einen Monat mindestens Urlaub nehmen. Selbstverständlich. Nee. Gut. Um vielleicht das auch nochmal, das Paket, ja, Ihnen schmackhafter zu machen. Prinzipiell ist das so, dass das Pfandhaus mir noch ungefähr $8,000 schuldet, aufgrund von Bareinlagen. Da sind jetzt ein bisschen die Materialien, die jetzt hier noch vorrätig sind, schon abgezogen. Mhm. Mein Angebot zusätzlich ist, abzüglich von den Bareinlagen, die ich hier getätigt habe, also wie gesagt, insgesamt müssten es jetzt also fast $8,000 noch sein. Wir machen einfach mal eine feste Zahl, damit wir uns da einigen.
$8,000 sind noch als Bareinlage drin. Und sollte ich dann in 1, 2, 3 oder 4 Monaten wiederkommen, alles, was darüber hinaus erwirtschaftet worden ist, würde ich mit 80% an Sie geben. Das heißt, dementsprechend ist, also vom Gewinn, nicht vom Umsatz. Ich glaube, das ist dann auch nochmal ein bisschen Motivation zusätzlich, dass Sie da eigentlich so gut wie alles bekommen. Die 20%, warum? Ja, die Haltungskosten, mögliche Umbaumaßnahmen und so weiter sollten damit abgedeckt werden. Und zusätzlich eine Übernahme, ein Angebot der Übernahme. Ja? Wäre das was für Sie? Das heißt, Sie schlagen vor, wenn Sie jetzt eine Weile abwesend sind und Joe jetzt erstmal das an Ihrer Stelle weiterführt, dass wir das Geschäft, sollte es soweit kommen und DOL oder sonst wer anfragt, übernehmen. Und 80% der Gewinne gehen an uns und 20% würden Sie gerne haben, wenn Sie zurückkommen. Korrekt. Okay. Also wie gesagt, mit der Option, dass Sie den Laden in Gänze übernehmen, da müssten wir uns natürlich dann über einen Preis einigen. Aber der sollte sich auch im Rahmen befinden. Ja? Das heißt, dadurch, dass der Verkauf ja offiziell nicht mehr stattfinden darf, aber ich glaube, wir sind hier genug schlaue Köpfe, wie wir wissen, wie man das umgehen kann. Okay, das denke ich auch. Gut, das heißt, es wird natürlich irgendwann der Fall eintreten in Ihrer Abwesenheit, dass jemand auf uns zukommt und nach dem CEO fragt. Und für diesen Fall würden wir dann Joe einsetzen lassen als CEO. Und wenn Sie zurückkommen, klären wir dann das alles Weitere. Richtig. Also sollte da was sein, natürlich, ja. Also damit das ja gar nicht erst in andere Hände gelangt, sollte das in den vertrauenswürdigen Händen bleiben. Ja? 20% ist ein bisschen viel an manchen Stellen. Ich sage Ihnen, dass es ist. Wir haben ja auch Ankaufskosten und dann halt die Verkaufskosten. Ich rede vom Gewinn. Sie reden nur vom Gewinn. Netto-Reingewinn, ja. Ja, stimmt, okay. Da, beim Gewinn sollte das in Ordnung gehen. Also wie gesagt, nicht vom Umsatz. Das ist ja paradox. Okay, das wäre, ja, das stimmt. Sie haben recht, das wäre wirklich paradox. Genau. Aber wie gesagt, vom Netto-Reingewinn abzüglich aller Kosten, was am Ende wirklich übrig bleiben würde für den Laden, davon 20%. Das heißt, wenn Sie zurückkommen, haben Sie ein bisschen was auf der hohen Kante. Richtig, weil ich glaube, der Urlaub, wenn man so ein bisschen länger unterwegs ist, der wird ein bisschen was kosten. Nee, das stimmt. Gut, das ist machbar. Gut, Sie wären dann aber mein Ansprechpartner? Sie, also ich und natürlich Jelias, meiner Rechten. Dann würde ich sagen, so wie man das aus meiner Heimat macht. Sie. Versiegelt. Aber gute Arbeit. Ja, also wie gesagt, denken Sie dran. Das ist aus meiner, von meiner Seite her das letzte Angebot, was ich machen kann. Und ich bin aber sehr zuversichtlich. Wir auch. Wir waren ja schon in dem Business. Ja, deswegen sage ich ja. Das bietet sich gut an. Das bietet sich, glaube ich, sehr gut an. Gut, dann muss ich jetzt natürlich schon mal vorarbeiten mit dem Herrn, wie war Ihr Name nochmal, Entschuldigung? Joe. Ich glaube, er braucht irgendwann deinen vollständigen Namen, weil er sich auch wahrscheinlich gleich melden gehen muss. Ja. Ja, ich würde sie tatsächlich erstmal hier auch als Angestellten mit reinpacken. Das heißt, sie müssten sowieso mitkommen. Wir müssten einmal ganz kurz zum Department of Labor. Dort würde ich sie als Co-CEO eintragen lassen. Aber
Joe, und wie geht der Name weiter? Joseph Brownings ist der volle Name. Also, Joseph. Mit PH oder mit F? Joseph. Mit PH. Joseph. Und können Sie den Nachnamen bitte buchstabieren? B-R-O-W-N-I-N-G-S. Wie das Gewehr. Bloß mit S. So, das nehme ich mal ganz kurz zum. Ja. Links schreiben, ne? So. Einmal. Danke sehr. Gestehen, ich bin ein Freund dieses Systems, diese neumodische Technik. Früher gab es bei uns einfach nur Schlüssel, wissen Sie? Einen kleinen Moment bitte. Alles gut. Tja, gar nicht so einfach mit dem Ding hier. Nee. Im RDP als Mitarbeiter anlegen und dann den richtigen Rang zuweisen. Bei den Berechtigungen wahrscheinlich auch sehr viele Berechtigungen anhaken, damit er alles tun kann. Im Notfall auch zur Bank gehen und Geld einzahlen oder sowas. Das Problem ist, dass die Mitarbeiter anlegen. Mitarbeiterverwaltung und dann ja. Ja, genau, dann müssen Sie ihm das seinen Arbeitsvertrag aushändigen und dann taucht er unter der Mitarbeiterverwaltung auf und Sie können alles eintragen. Sehen Sie? Sie müssen ihm das praktisch persönlich überreichen. Bitteschön. Danke sehr. Danach können Sie
dort alles Weitere, das sollte dann ein Eintrag erscheinen und diesen Eintrag können Sie dann bearbeiten. Frau Williams wird ihn natürlich auch ein bisschen unterstützen. Das heißt, er hat natürlich auch Erfahrung an seiner Seite. So, schauen Sie mal bitte, ob Sie die Tür hier aufkriegen, der Schlüsselkarte. Die? Ja. Check. Okay, manchmal. Ja. Nee, geht? Check. Aha. Gut, dann folgen Sie mir nochmal bitte. Hier stempelt man sich ein. Ja. Versuchen Sie mal die Tür aufzukriegen bitte mit der Karte. Check. Genau. Und jetzt das große Heiligtum. Check. Perfekt. Okay. Ja. Dann würde ich sagen. Danke sehr. Vielen Dank. Okay. Passt soweit alles. Gut, zu Ihrer Information, als kleine Sicherheit habe ich mir, ich glaube, 4 oder 5 Schmuckstücke waren das, aus dem Tresor genommen. Das heißt, der Tresor ist in Gänze leer, alles andere ist noch da, wo es sein sollte. Sämtliche Materialien, Mitarbeitermaterial ist hier hinten drin. Ansonsten, was eingekauft worden ist, so weit vorne in den Auslagen. Mhm. Okay. Ja. Aber ansonsten, wie gesagt, alle so wie vor ein paar Tagen. Okay, ich verstehe. Gut, dann... Ansonsten, ich habe mir die, wie gesagt, die 3000 paar Dollar, die auf dem Konto waren, tatsächlich noch runtergenommen. Deswegen bin ich bei noch knapp 8 geblieben. Ja, also da einfach die Kenntnis drüber haben. Das heißt, das Konto ist jetzt auf 0. Ah, sieh, ich verstehe. Okay, das heißt, die Bareinlagen, die Rücklagen sind auch weg. Okay. Genau, also die Das heißt, für den Ankauf müssen wir natürlich dann vorsorgen. Erstmal okay. Vorschießen ein bisschen, genau. Ja. Gut, ich deswegen verstehe. Deswegen komme ich auf die Gesamtsumme von ungefähr 8000 plus den Sicherheiten, die ich mir da aus dem Tresor genommen habe. Aber das sollte gar nicht so viel sein. Ich glaube, das ist 500, 600, vielleicht ein Tausender. Okay, ja. Gut. Ja, dann haben wir soweit ja alles und das heißt, Herr Brownings, wir beide müssten noch mal ganz kurz zum Department of Labor. Ja, richtig. Sie eintragen lassen. Ja, und dann können Sie starten. Okay. Mhm. Schauen Sie mal im RDP, ob Sie da den Zugriff auf alle Bereiche haben. So wie ich das jetzt sehe, sollten das alle sein, ja. Mhm. Weiß nicht, ob wir das irgendwie abgleichen oder... Ja, wir können ja mal von oben nach unten gehen, was wir da sehen. Ja, Zeiterfassung, Kontenübersicht, Mitgliederverwaltung, Berechtigung, Schließfächer, Zugangsverwaltung, Bestellung, Kunden, Preise, Preiskategorien, Waren. Okay, genau. Das ist das, was ich auch sehe. Okay, check.
glaube ich, sogar bis auf Fahrzeuge, die man da irgendwie noch zusätzlich betanken könnte, auch überall die Haken drin. Genau. Okay. Ja, wunderbar. Gut. Sehr gut. Wir werden uns darum kümmern. Moment, da muss ich dran gehen. Ich mach das. Ola. Wir werden uns dann die nächsten Tage darum kümmern. Werden den Laden wohl erstmal für 2 Tage schließen. Mhm. Bis wir alles geregelt haben und er wieder anlaufen kann. Müssen ja, ja auch Mitarbeiter und alles wieder her und die ein bisschen Vorbereitungszeit brauchen wir da, nur dass sie da Bescheid wissen. Es wird nicht morgen direkt wieder anlaufen. Also wie gesagt, ich werde wahrscheinlich, wenn der Flieger heute Abend noch geht, heute Abend schon im Flieger sitzen. Das heißt, die Kontrolle liegt voll in ihrer Hand. Und sie müssen sich nicht rechtfertigen, wann sie aufhaben oder wann sie nicht aufhaben. Die Zugangsdaten für den Venture-Account liegt ja auch noch bei der Frau Williams. Da habe ich auch noch nichts geändert. Das heißt, das sind diese identischen. Ah, okay, ich verstehe. Na, dann da einfach erfragen, damit sie da den Zugriff auf die E-Mails haben. Die machen wir so. Na? Sehr gut. Okay. Grazie. Ja, Herr De Conti. Liegt an Ihnen. Ja. Ich bin da optimistisch. Ja, ich traue Ihnen das zu. Also gut. Ihnen allen. Ja, natürlich. Okay, ich würde sagen, wir gehen trotzdem schon mal langsam los. Sie beide können sich schon mal auf den Weg machen. Genau. Wir kommen dann schon mal mit raus. Mhm. Ja, check. Komm kurz mit raus. Also... Türen müssen einmal geölt werden, glaube ich. Manchmal sind die sehr schwer. Ja, das kriegen wir doch hin. Gut. Okay. Dann machen wir beide sich mal auf den Weg und genau, see. Falls wir uns nicht mehr sehen, ja, viel Erfolg und ja, bis demnächst. Es war eine lange Zeit sehr schön mit Ihnen Geschäfte zu machen, Herr Professor. Mhm. Vielleicht sieht man sich ja wieder. Ja, also wie gesagt, ob das jetzt ein Monat ist oder ein paar Tage mehr, weiß ich. Ja? Mhm. Okay, die Herren. Dann würde ich sagen, Herr Brownings, wir gehen los. Ja, ich komme mit. Ciao. Ich melde mich dann. So, dann hoffen wir mal, dass da jemand ist jetzt, ne? Ah, bestimmt. Die sind ja eigentlich fast immer gut besetzt, zumindest okay. Bis 22 Uhr. Caprio ist natürlich bei diesen Temperaturen echt von Vorteil. Ja. Definitiv. Vor allen Dingen in Kombination mit der Klimaanlage, wissen Sie? Ja. Das war ja dann nicht mehr ganz so sparsam der Motor, aber ich sag mal so, irgendwie muss man ja die heißen Tage überstehen. Ja, richtig, richtig. Wo geht's denn bei Ihnen hin? Auf welche Insel, wenn ich fragen darf? Ja, ist ja im Indischen Ozean. Ui, da sind ja fast ähnliche Temperaturen. Ja, da haben sie eigentlich konstant zwischen 28 und 30 Grad übers gesamte Jahr. Ah, okay. Das heißt, wenn es da mal kalt ist, dann sind es aber... Was denn? Ja, alles gut. Dann waren es da mal 27 Grad. Oder vielleicht 26, aber das war es dann auch schon.
So, versuchen wir mal unser Glück. Na, ah, das sieht doch gut aus. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Was kann man denn für Sie tun? Ja, stell mich mal kurz vor, Professor El Shalom, Inhaber vom Pfandhaus. Ich würde gerne den Herrn Brownings zu meinem Co-CEO machen. Das bin ich. Dann zeigen Sie mir doch bitte einmal Ihren Ausweis. Moment. Na klar, einen Moment. Bitte sehr. Okay, dann haben Sie ihn hier auch schon wieder. Danke sehr. Und das soll Ihr Co-CEO werden, ja? Korrekt. Richtig. Ja. Gut, dann trage ich das soweit ein. Ja. Dann sind wir auch schon fertig. Perfekt. Falls da noch der Herr Capon drin steht, der wird natürlich dann entlassen. Bin mir da nicht ganz sicher. Notiere ich mir kurz. Mhm. Okay. Also wenn er als, Sie meinen, wenn er noch als Co-CEO... Genau, also falls ein anderer Co-CEO drin steht, der ist entlassen. Okay. Ja, weil da gab es nämlich eine kleine Überschneidung. Kann auch noch die Frau Williams sein, je nachdem. Ja, also ja. Egal wer da drin genau. Steht, wird halt ersetzt. Genau, richtig. So die einfache Art. Ja? Okay. Perfekt. Dann Ihnen noch einen schönen Abend. Ja, vielen Dank und schönen Abend noch. Tschüss. Danke, tschüss. Ja, dann sag ich mal, Herr Brownings? Ja, das war ja problemlos. Herzlichen Glückwunsch. Ja, vielen Dank. Und ja, dann wünsche ich Ihnen auf jeden Fall einen angenehmen und erholsamen Urlaub. Ja, den werde ich mir definitiv geben. Ja, gut. Ja. Soll ich Sie noch irgendwo absetzen? Ich denke, ich komme klar. Ja? Vielen Dank. Okay, gut. Dann wünsche ich Ihnen ja viel Erfolg und alles Gute, ja? Ja, Ihnen auch. Danke. Dann, ja. Ja, schönen Abend. Ja, Ihnen auch noch. Na, Bent. Guten Abend, Herr Shalom. Wie geht's Ihnen? Darf's denn? Ganz gut. Ganz gut soweit. Jetzt, ich werde mich ja hier etwas mehr im Gebäude aufhalten, weil ich glaube, draußen werde ich etwas dahinschmelzen, aber. Ja, das ja, höre ich immer wieder. Das ist so. Ja, sind die Leute von hier gar nicht so gewohnt, ne? Nein. Also die Temperaturen sind etwas mehr als gewohnt. Okay, ja. Tatsächlich, da wo ich herkomme, ist das nicht unüblich, so eine Temperatur. Aber gut, ich hätte trotzdem gerne ein Espresso, okay, aber ein Wasser dazu, bitte. Na klar. Und eine Bolognese, aber ohne Schweinefleisch, bitte. Also, Sie wissen doch langsam, dass mir nur mit Rinderfleisch... Ja, ich weiß, aber ich bin, damit ich mein Gewissen beruhige, erwähne ich das einfach immer wieder, wissen Sie? Ah, okay, gut. Darf man hier drin eigentlich rauchen? Soweit ich weiß, ist das nicht verboten. Also... Okay. Immer bei den Temperaturen, da habe ich persönlich auch nichts dagegen, wenn das jetzt hier drinnen geschieht. Okay. Also, ja gut, die Klimaanlage ist ja an, also von daher. Ja, stimmt. So eine Bolognese war es noch, genau. Ja. Gut, dann weiß ich Bescheid. Kommt. Perfekt, vielen Dank. Hallo Herr Shalom, wie geht's dir? Ja, sehr gut und selber? Auch gut, auch gut. Es tut mir leid, dass ich Sie persönlich störe. Alles gut. Das würde ich nicht machen, wenn es jetzt für mich nicht dringlich wäre. Ich erreiche leider auch Ihre Firma seit ein paar Tagen nicht. Pfandleihhaus ist doch noch Ihre. Ja. Herr Shalom, es geht um Folgendes. Mir wurde vorgestern eine Kette entwendet, eine Borskette im Wert von $10,000. Okay. Ich habe bereits schon alles abgeklappert, selbstverständlich den Juwelier, bei dem ich das erworben habe. Ja. Und wollte deswegen auch Sie bitten, vielleicht Bescheid zu geben oder was auch immer, wenn jemand versucht, so eine Kette zu verkaufen. Ja. Meines Wissens nach, beziehungsweise nach Informationen vom Juwelier, wurden nur
5 davon verkauft. Also, das ist nicht alltäglich, ja? Ja. Da wäre ich Sie sehr verbunden, wenn man mich da mal kurz kontaktieren könnte. Ja, gut, also wie gesagt, wenn wir da, ich habe jetzt ein Problem. Tatsächlich ja. Geht in ungefähr einer Stunde mein Flieger. Ah. Ja. Gott. Wohin? Wo waren Sie? Ja, ich gönne mir mal eine längere Auszeit. Oh. Also eine deutlich längere Auszeit. Und ja, mich findet man dann irgendwo im Indischen Ozean. Okay, schön. Ja, definitiv. Ich werde den Mitarbeitern aber nochmal eine Nachricht da lassen. Ja. Was ich sagen kann, ist, dass die letzten 2-3 Tage sowieso nicht geöffnet war. Ja. Dementsprechend ist da auch noch gar nichts angekauft worden. Okay, okay. Super. Ja, das wäre sehr nett. Ja. Aber wie gesagt, ich hinterlasse eine Nachricht und informiere die nochmal, damit die Herrschaften ja. Dort Bescheid wissen, ja? Alles klar. Herr Shalom, was soll ich sagen? Ich wünsche auf jeden Fall eine gute Reise. Vielen Dank. Und ich hoffe, wir sehen uns nochmal wieder. Ja, also, ich sag mal so, man denkt immer, die Welt ist so groß, aber eigentlich ist es so klein. Ja, stimmt, ja. Ja, Navarro, Ihnen alles Gute, passen Sie auf sich auf. Genau. Und wie gesagt, wenn Sie irgendwie Rechtsberatung brauchen, wir haben jetzt sehr viele kompetente Anwälte hier im Staat, da können Sie sich getrost irgendjemanden aussuchen, ja? Ja, das sowieso, Herr Schindler. Perfekt, ja. Okay, Herr Navarro, dann alles Gute für Sie und ich wünsche Ihnen was, ja? Ihnen auch. Dankeschön. Vielen Dank. Tschüss. Gut. Ciao, ciao. Herr Kollege. Herr Kollege, ich grüße Sie. Na, Bent. Ich habe gehört, Sie fliegen bald oder heute. Ja, heute tatsächlich. Eigentlich geplant gestern schon, aber okay. Da gab es keinen Flieger mehr. Und, ich hoffe, Sie kommen aber wieder. Das wäre höchst traurig. Ja gut, also ich muss sagen, ich habe mir tatsächlich jetzt erstmal nur ein One-Way-Ticket genommen. Und also ich gehe mal davon aus, das wird weit über einen Monat dauern, wenn überhaupt. Ich verstehe, ja, ich verstehe. Ja, schade. Ja. Ich habe aber gehört, irgendwie meine Verhandlung wird einfach verschoben wieder. Ja, also wie gesagt, ich war ja gestern da. Ja. Jetzt muss ich gerade überlegen, war das gestern oder war das vorgestern? Nee, das Samstag, war... am Samstag. Samstag. Am Samstag, genau, da war ich da. Genau. Ja, rufen meine E-Mails auf und um 17.30 Uhr ist dann eine E-Mail gewesen mit der Terminverschiebung auf nächste Woche Samstag. Ja, super, ne? Gleiche Uhrzeit, aber wie gesagt, da bin ich nicht mehr da. Und ich bin heute auch nur da, weil es gestern keinen Flieger mehr gab. Ja, klar, das verstehe ich. Aber das ungefähr in einer Stunde geht der Flieger. Okay. Dementsprechend ja, Herr Shalom, schade, tut's mir aber leid, ja. Nett, Sie Bekanntschaft zu machen, muss ich sagen. Immer sehr angenehm, ne? Ja. Ebenfalls, also das Kompliment geht raus, aber Herr Goldbaum, nochmal für Sie, ich habe auch nochmal wichtige Mandanten von mir informiert, das sollte da jetzt irgendwie was kommen, die sich an Sie wenden. Und, genau, da habe ich auch schon eine Nachfrage. Ja. Der Vukovic hatte sich bei mir gemeldet, wegen dieser ganzen Geschichte, wo der in Haft war und Richtig. Wo auch alles eingestellt wurde. Ja. Haben Sie da irgendwelche Dokumente zu? Nein, Zeugen? Noch nicht. Noch nicht, okay. Nein. Also, gibt wie gesagt, es da denn irgendwas zu? Nein, auch nicht, weil das Verfahren wurde nicht mal eröffnet. Okay, wissen Sie denn, wer alles dabei war, der das bezeugt hat? Staatsanwalt, wie hieß denn der Staatsanwalt? War nicht der Wilson. Spectre, glaube ich, war. Ich glaube, Spectre war das, ja. Müsste Spectre gewesen sein. Ja. Wissen Sie irgendwelche Polizisten, wann das ungefähr war, Datum? Das war... Also wie gesagt, es gibt nicht mal ein Aktenzeichen dafür, weil die Akte nie geschrieben worden ist. Genau das ist das Problem, das nachzuverfolgen. Aber warten Sie mal ganz kurz, ich hatte mir doch, irgendwas hatte ich mir aufgeschrieben. Prüfen Sie mal dann die Akte 1208. Ja. 2021-03. 1208-2021-03. 03, genau. Das müsste der gewesen sein, aber wie gesagt, wie gesagt, die Akte wurde nicht mal wirklich eröffnet, weil es nie zu einer Befragung auch kam. Der Staatsanwalt im Rahmen der Befragung schon abgebrochen hatte. Das war tatsächlich eine sehr kuriose Geschichte, aber lassen Sie sich da einfach in Gänze nochmal von Herrn Vukovic briefen. Nein, auf jeden Fall. Damit Sie dann einen Überblick haben. Es wurde auch eine Strafanzeige gegen einen Officer gestellt, der den Herrn Vukovic gedroht hatte. Ihn in Wissen Sie, wer das war? Nee, aber Herr Vukovic kann Ihnen das sagen. Der weiß das, ne? Ja, aber da haben wir auch kein Aktenzeichen oder so. Für die Anzeige? Nein. Okay.
okay. Ja, wurde bestimmt auch schon wieder fallen gelassen, schon längst, ne, gegen Officer. Wir kennen weiß das ja, ne? Weiß ich nicht genau, aber wieder fragen Sie einfach den Herrn Vukovic nochmal. Und wie gesagt, da ging es dann um diese Haftentschädigung, die dann noch beantragt werden richtig, sollte. Richtig, richtig, um Schadensersatz, ne? Genau. Ja, ja. Ja. Nee. Weil er wurde da nee, für, super. Ich weiß nicht, wie viele Stunden über Nacht, glaube ich, war das. Ja. In State Prison. Ewige Stunden da, ne? Genau. Ohne Grund, ne? Nee, weiß ich Bescheid. Wenn Sie mir noch so nett sind, Ihre ganzen Notizen bezüglich meinen Falls, wäre super, wenn Sie mir die einmal auch schicken könnten. Ja. Wir hatten ja auch schon weitgehende Notizen gemacht, dass ich die auch beisammen habe, ne? Okay, ich werde mir das mal rausschreiben. Ich bin tatsächlich das hier. Das ist nett. Das vielleicht meinem, einfach kopieren in eine E-Mail. Genau, ich bin jetzt hier bei meinem letzten Abendmahl. Mhm. Und ja, dann werde ich Ihnen das rausschreiben und unformatiert einfach zukommen lassen, ja? Genau, einfach zukommen lassen. Okay. Ja, Shalom, wie gesagt, perfekt. Aber ich bedanke mich für die nette Zusammenarbeit. War mir eine Freude und hoffentlich sieht man sich bald wieder. Ja, auch hier muss ich sagen, ich hatte gerade ein ähnliches Gespräch. Man denkt immer, die Welt ist so groß, aber eigentlich ist sie sehr klein. Nein. Und ich gehe davon aus, dass man sich definitiv wieder sieht. Auf jeden Fall, das freut und, mich. Ja, ansonsten, wie gesagt, ich wünsche Ihnen alles Gute, passen Sie auf sich auf und vielen Dank. Ja, machen Sie weiter wie gehabt, ja? Erholen Sie sich gut. Ich danke, werde ich. Danke, auf jeden Fall. Herr Kollege. Ich wünsche was. Tschüss. Könnte ich dann bitte zahlen? Ja, natürlich. Ja, gut, die Bolognese, das Wasser und den Espresso. 24 Dollar, genau. Ja, vielen lieben Dank. Dankeschön. Würden Sie dem Herrn Vukovic und dem Herrn Napier, falls Sie die noch heute Abend sehen, alles Gute wünschen? Ich wünsche Ihnen alles Gute, okay, gut. Alles klar, perfekt. Wunderbar, schönen Abend noch. Ihnen auch, auf Wiedersehen. Okay, tschüss. Hallo, wie kann ich helfen? Na Ben, Professor Shalom hier. Ich bräuchte ein Taxi bitte zu den Generic Apartments. Na klar, ist auf dem Weg. Bis danke. Gleich. Na Ben. Ein wunderschön. Einmal zum International Airport bitte. International Airport, also Flughafen unten. Genau. Das kriegen wir hin. Hatten Sie einen angenehmen Tag? Ja. Kuschelig warm war es heute. Kuschelig warm ist ja sehr guter Begriff, ja. Ja, also für mich nichts Ungewöhnliches, deswegen sage ich kuschelig. Ach so. Wo kommen Sie denn sonst her? Ja, aus einem Bereich, da ist, sind die Temperaturen tatsächlich Standard. Echt? Ja. Oh je. Ja, man gewöhnt sich irgendwann dran. Ich hatte heute schon jemanden, der meinte, der hat auch diese Temperaturen, nur mit einem Minus davor. Okay, ja. So was soll es auch geben. Ich hab mir auch gedacht so, oh. Das muss ich gar nicht haben. Ganz so kalt muss es auch nicht sein, aber kälter als jetzt darf es auf jeden Fall sein. Ja, so ein... Also für die meisten Leute sind natürlich so 10, 15 Grad weniger deutlich besser. Ist auf jeden Fall gefährlich. Darf man nicht unterschätzen, die Temperatur, ne? Das ist auch echt. Ich hoffe, dass sich das jetzt die Tage widerlegt. Ja. Und ansonsten bei Ihnen, wie war Ihr Tag so? Ja, ganz ruhig, angenehm, ne? Okay, entspannt. Ja, ganz entspannt. Ich hoffe nur, dass sich das aber auch mit den Temperaturen widerlegt, weil ja... Wie war das mit den Containern? Mit dem Containerschiff und all das? Ja. Den Tüchern und all das, ist das ja, ne? Ja. Wenn da Lebensmittel drin waren, dann wissen wir Bescheid. Ja, aber das ist ja, wir können ja momentan nicht beliefert werden. Ja.
Und dadurch, dass es jetzt auch so krass heiß ist, geht natürlich Wasser auch noch weg wie Sau. Ja. Und ich hoffe, dass sich das halt deswegen dann auch irgendwann mal widerlegt. Ja, ein Dauerzustand darf es auf jeden Fall nicht werden, ne? Ja, aber sonst muss ich mir wirklich eine Saftpresse besorgen. Ja, aber dann sind wir wieder bei dem, dann brauchen sie ja auch ja, Früchte. Und die Bäume brauchen ja auch erstmal Wasser. So einfach ist das gar nicht. Weiß ich gar nicht, ob weil Rain liefert, glaube ich. Was, also übers Meer halt. Ich weiß gar nicht, ob wir eigenes, also eigene Wasserquellen hier haben, das weiß ich gar nicht. Ja, eigentlich schon. Ansonsten die Entsalzungsanlagen sind ja eigentlich sehr kompetente. Die arbeiten. Müssen ja sie unten oder oben hin? Im Abflugbereich. Abflug, also unten. Unten ist es, ja. Ich bin mal gespannt. Aber das wird alles wieder. Ja, ich drück die Daumen. Ich gehe mal davon aus, dass die Farben Brunnen und all das haben. Ja, also ich gehe mal auch davon aus. Also Erdbrunnen reicht ja zum Bewässern für Pflanzen und so aus. Aber es ist halt Trinkwasser, sieht halt dann ein bisschen knapper, denke ich mal, aus. Ja gut, aber wenn man, ich gehe davon aus, dass sie hier wenigstens die Filteranlagen haben, dann kann man das einmal schnell durchfiltern, dann geht das auch. Ja, ist ja gar nicht so dramatisch. Also, das hoffe ich auch. Im schlimmsten Fall ist das ja irgendwie ein, zwei, drei Tage ja, ein längerer Toilettenbesuch, aber dann, dann hat man sich auch daran gewöhnt. Oh je. Hoffentlich nicht. Nee, ich drück die Daumen, wie gesagt. So. So. Das wären dann einmal 16 Dollar, bitte. So. Ja, dann sage ich vielen Dank. Ich drücke Ihnen die Daumen. Ich hoffe, im Flieger haben Sie jetzt ein bisschen andere kalte Getränke. Ich wünsche was, ja? Guten Danke. Flug. Tschüss. Tschüss.